Moin, ein neues Video von mir, das Modell Q18, eine Minikamera. Und dann würde ich sagen, weiter geht's nach dem Intro. Das ist eine Minikamera, Modell Q18, kommt aus China, hat aber eine deutsche Anleitung. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das mal im Detail an. Und das Schöne ist, eine deutsche Anleitung. Den QR-Code kann man einscannen und alles schön notiert. Und jetzt mal die Minikamera rein. Raus. Ja, hier sind so Klebepads und eine Metallplatte. Ja, das war es dann auch schon. Und dann hier ist noch eine Folie drauf. Hier ist der Micro-USB-Anschluss und hier unten, da kommt die Speicherkarte rein. Ja, mehr ist hier nicht, dann ist hier noch On, Off, Reset. Da seht ihr das, eine grüne und eine blaue LED. Und dann würde ich sagen, richten wir sie doch mal ein. Ich habe das mal mit beim iPad Mini jetzt hochgeladen. Einmal für Android und einmal für die Apple. Dann gehen wir mal darüber. Dann gehen wir hier auf Laden. So, ich habe die jetzt runtergeladen und dann gehen wir hier auf Öffnen. Und dann ja, Netzwerk erlauben, ja oder nein. Also nicht erlauben, klar, müssen wir das ja, sonst kommen wir nicht rein. Möchte ich Mitteilung gesendet haben? Also wenn ich sie für Überwachung benutze, sollte man das machen. Ich erlaube das jetzt einfach mal. Vollen Zugriff erlauben. Ja, das auch. Wenn ich die App öffne oder benutze, dann darf das. Dann kommt hier, kenne ich. Dann muss ich mich jetzt hier einmal anmelden. Das mache ich jetzt auch gleich mal und dann gucken wir uns das weiter an. So, ich habe mich jetzt einmal eingerichtet. Dann kriegt ihr einen Bestätigungscode, den müsst ihr auch eingeben, sonst geht das auch nicht weiter. Dann geht das jetzt auf Geräte hinzufügen. Hier ist dann auch, bevor ich das mache, Gerät, Cloud, Album und so weiter. Aber wir müssen hier erstmal ein Gerät hinzufügen. Und in der QR-Code, wir machen das mal hier drüber. Ich weiß nicht, ob der es eben gerade mitbekommen hat. Es wurde eben gerade auf Englisch gesprochen. Machen wir das Ganze mal. Jetzt blinkt auch die blaue LED wieder. Und dann gehen wir auf. Dann gebe ich jetzt einmal das Passwort ein. Und dann muss ich das jetzt auch hier drüber einstellen. Machen wir auch einmal. So, ich habe das einmal gefunden und gesucht. Es blinkt hier gerade und das Gerät verbindet sich jetzt mit dem Netzwerk. Jetzt zählt das ein bisschen runter. Gucken wir mal, wie lange das dauert. So, wie ihr sehen könnt, erfolgreich. So, jetzt wird das jetzt einmal
verbunden und alles eingerichtet. Also ich habe jetzt hier keine Speicherkarte drin. Ich hoffe, dass wir hier trotzdem gleich ein Live-Bild noch sehen. So, Verbindung erfolgreich. Jetzt kann ich einen Gerätenamen geben, Warenhaus, Fabrik oder ein Eigen, Garage, Geschäft. Ich mache jetzt hier mal mein, was weiß ich. Ich mache einfach mal Überwachung. Das kann ja klar jeder selber entscheiden, was er macht. Oder das eingeben. Oder das eingeben. Wie ihr seht, es läuft automatisch. Wir lassen das jetzt einmal so. Dann gehen wir auf nächste Seite. Ja, hat ein bisschen gedauert. Und dann hier stornieren oder Gerät wurde erfolgreich hinzugefügt. Bestätigen. Dann warten wir jetzt, bis das Signal, das WLAN-Signal wird jetzt getestet. Gucken wir mal, wie lange das jetzt dauert. So, jetzt haben wir hier Echtzeitvorschau. Schwach. Gut, der Akku ist auch nur noch 7%. Aber ich hoffe, ihr könnt das sehen. Aber ihr seht, es funktioniert. Es ist vielleicht nicht das Highlight. Gibt vielleicht bessere Kameras. Und jetzt könnte ich das hier noch mal sehen. Achso, das ist jetzt was anderes. Also eine gewisse Verzögerung ist na klar da. Also das möchte ich ja klar auch nicht verschweigen. Aber ihr seht es. Ja, dann würde ich sagen, dann soll es das ja auch gewesen sein. Ich werde das jetzt nochmal ausgiebig ausprobieren und testen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave. Und vor allen Dingen, ich werde es jetzt erstmal aufladen. 5% nur noch. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann einen Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer TechDave.